Ein erfolgreicher Ausbruch hängt von drei Dingen ab. Du musst den Grundriss kennen, die Abläufe verstehen und man braucht Hilfe von außen oder innen. Wir haben einen Ausbruch. Ray Breslin ist in der Lage auszubrechen. Aus jedem von Menschenhand gebauten Gefängnis. Wir testen eine Prototypeinrichtung für Gefangene, die von sämtlichen Regierungen abgeschrieben wurden. Die Investoren wollen sichergehen, dass diese Einrichtungen ausbruchssicher sind. Kontakt vor Ort? Der Direktor heißt Roger Marsh. Wann fangen wir an? Genau jetzt. Willkommen in Ihrem neuen Zuhause. Ich bin Direktor Hobbs. Hobbs? Wo ist Direktor Marsh? Es gibt keinen Direktor Marsh. Such dir ein paar Freunde, was sie brauchen. Zurück, Titan. Wer warst du, bevor du hier reingekommen bist? Bin Profi-Ausbrecher, mache ich für Geld. So clever siehst du gar nicht aus. Du aber auch nicht. Die, die dafür bezahlt haben, dass sie hier sind, wollen sie nie mehr gehen lassen. Ray ist vom Radar verschwunden. Codename das Grab. Falls Ray irgendwo ist, dann dort. Wo ist dort? Das war eine Falle. Jemand wollte mich lebendig begraben. Und ich werde herausfinden, wer und warum. Gehen wir es an. Ich brauche ein Ablenkungsmanöver. Okay. Du schlägst zu wie ein Vegetarier. Der war nicht schlecht. Was hat er bloß vor? Die planen einen Ausbruch. Einschlussprozedur eingeleitet. Schließ die Ratten wieder in ihre Käfige. Falls ich hier nicht rauskomme, töte ich dich. Geht klar. Eure Zeit ist um! Schönen Gruß an den, der mich hergebracht hat. Ich mach den Laden hier platt.